16 passenger. This is G5, no, this not a challenger. So, das ist unsere Crib hier. Ich bin jetzt wach, weil Jordan die Alarmanlage mich geweckt hat, der Pisskopf. Ich meine jetzt gerade schon einkaufen. Hier ist unser Wohnzimmer. Junior, Marlon, Ivor. Auch frisch hier. Was machst du hier? Falls du nicht wirst, ich hab Berlin verlassen und lebe jetzt hier auf dem Berg. Oder in Marbella. In Marbella. Was machst du hier? Ich lebe hier. Ich lebe hier. Das reicht doch schon. Hältst du dich über Wasser? Und jetzt hier das Wohnzimmer. Alles so schön modern und so voll cool. Und jetzt hier. Keine Ahnung, was hier ist. Da ist ein Grill. Da sehe ich uns. Ich bin ein guter SpongeBob. Mal hoch zu den Zimmern. Hier ist ein Badezimmer. So, hier oben sind dann drei Schlafzimmer. Ich vorbildlich. Natürlich auch schon eingeräumt. Boom, boom, hab gerade geschlafen. Schönes Bett. Ein schönes Bad. Und that's it. Und ja, ich laufe gerade in Unterhose rum. So, dann so Dannys Zimmer. Mit Setup, Kappa. Stell dir mal vor, da wäre so ein Setup mit Kamera. Dann hier, richtig geiles Bad. Und er wollte davor pissen gehen. Guck mal, Leute, ich schwöre, man denkt sich nichts, ne? Er will pissen gehen. Er läuft. Zack. Ich schwöre, man sieht das nicht. Ja, doch. Man sitzt auf dem Boden, er macht auf und ist dann hier so gegengelaufen. Aber verständlich, fühle ich. Jetzt hier noch ein Zimmer von Junior. Ist aber dunkel hier, keinen Bock anzumachen. Ähnlich wie meins. Dann kann man hoch. Wie geht das? Mann. So, auf die Dachterrasse. Es geht ja nach unten in unser Rauchzimmer, da ist nichts Besonderes. Muss ich euch nicht zeigen. Hier oben, keine Ahnung, zum Saunen, zum kleinen Schritt essen und spielen. So, und dann, also hier sind halt so mehrere so eine Dinger. Hier unten ist noch unser Pool. Und hier sind so ganz viele von den Wänden. Der Macher ist derjenige, der die ganzen Wände gebaut hat und die vermietet. Das ist ein Macher. Vorne ist ein Tennisplatz. Schauen wir gleich, Karim, wo er ist. Da wird sich, glaube ich, morgen treffen. Ich meinte heute schwer. Ich glaube, heute essen wir was. Dann gehen wir in die Stadt rumlaufen. And that's it. Das war schon wieder genug für den ersten Vlog heute. Also haben wir schon mal den ersten Daily Vlog abgehakt. Ich bin auch sehr müde, wie man sieht. Ich habe hier meine Augenringe am Augenringe. Ich schwöre, guck mal, meine Augenringe am Augenringe. Das hat der Deus erfunden. Ich habe das wirklich gerade. Wie gesagt, lange Nacht, nicht geschlafen. Ich weiß nicht, ob Corinna macht immer meinen Titel oder Atta. Ob die Corinna einen Titel machen. Ich weiß nicht, sie kommt nur dreimal dran vor oder so. Aber sonst wüsste sie gar nicht, dass sie vorkommt. Und ich wollte auch nicht die ganze scheiß Kamera in ihre Fresse halten. Das war nur am Ende, wo wir gegangen sind. Weil wir zum Flughafen mussten. Aber wie gesagt, ich wollte sie wirklich nicht die ganze Zeit filmen. So. Das ist doch voll nervig. Man sieht sich einfach. Und dann filme ich sie die ganze Zeit. Viel weird. Und es war sehr spontan, dass die in Berlin war. Hat mich sehr überrascht. Aber wenn sie in meiner Stadt ist, was soll ich euch erzählen? Denn ein Blitz getroffen. Muss sein. Ja, mal wieder 7 Minuten gelabert wie so ein Idiot. Wenn wir jetzt in die Stadt gehen, gehst du so, Junior? Hier so, ja. So. Wir sind nicht in Berlin. Siehst du das schon? Nein. Okay. Okay. Diese Frage ist das Schlimmste, was passieren kann. Ich dachte, sei jetzt fresh oder so. Ziehst du dich noch rum? Ich geh umziehen. Bist du so? Ich geh so. Okay. Ich geh so. Dann gehst du so? Ja, warum? Heute. Okay, ich dachte, du hast dein Schlafoutfit oder so. Ja, kannst du aussehen, ich komme nicht an, Er wollte sich jetzt wirklich umziehen. Ich bin nervös. Das ist ein Insider bei uns. Aber Julia kennt die noch nicht so gut. Deswegen hat er gezögert. So, wir haben unsere Karre. Anschneiden, ne? Hörst du? Natürlich falsch. Ja, okay, Bro. Fahr du dann. Bist du da vorne? Bleib hier. Lass mich mal nochmal vorne, ja, bevor ich hier wieder links, Digga. Tö. Was ist denn? Tö. Also, letztes Mal bin ich super gefahren. Ibiza. Also? Nur 2 Fauxpas passiert. Will jemand nach vorne kommen oder bitte euer Chauffeur? Hello, sir. Can you drive us to Puerto Banos? Nicht DJ Bandi da vorne. Überall, wo ich stehe und sitze, bin ich DJ. Okay, mach DJ, Digga. Ist mir doch scheißegal, du Arsch. Ja, mach schon. Marlon, die ist aus wie Crocker. Das ist der Crocker. President Ronnie, on your way. Whenever I find time, it's okay. I get my body out of the way. When you don't keep telling me exactly how you feel. I'll wait for you, fire. I won't wait for you. I said I'm gonna ask you, but when I hear you feeling, I got a little bit better to taste my time away from women. I cannot convince you that I love you for a living. Yo, Shorty, give me a telephone.
So, wir gehen jetzt zum Hafen, da sind dann Restaurants. Er dreht sich alles ab in Marbella übrigens. Porto Banos, Leute, merken. Puerto Banos. Er dreht sich alles ab hier. Restaurants, man kann hier shoppen. Hier sind Bars, Cafés, alles Mögliche. Und Clubs. Man sieht's. Holland like it's German. Spricht da so jeden an. So, Robert Geist, wo? Jeder? Robert. Pfeffer ist wirklich. Und hier ist halt so ein Hafen jetzt, ne? Ein kleiner Hafen. Es ist wirklich ganz schön kalt hier im Schatten. Leute, guck mal mein Outfit. Ich habe hier ein Basketball-Trikot von Doncic, ein Cactus Jack Jordans, aber es ist tschüss, ja. Hier sind halt die ganze Zeit Läden, Bars, Restaurants, Cafés, Clubs, alles Mögliche. Die ganze Straße lang, abends ist hier aber mehr los. Und hier sind halt die Boote, die steigern sich immer bis hinten. Spanische Polizei heißt Finger stillhalten, nichts machen, auf den Boden gucken. Jordan, guck auf den Boden. Ja. Guck auf den Boden, Leute. Hände frei machen. Ja, genau so. Und so läuft man da vorbei. Spanische Polizisten sehr, sehr unangenehm. Und die können kein Englisch. Ey, ich habe hier drin vor 4 Jahren Champions League Finale geguckt. Ja. Tottenham gegen Liverpool oder so. Na, danke. Hier drin habe ich. Wir haben die Champions League geguckt. Tottenham gegen Liverpool oder so. War das Finale oder Halbfinale? Ich glaube, das war Finale. Ja. Ist der so wieder hier? Nee. Wo ist deine Kamera? Halt die Fresse. Ich schwör, auch mal ehrlich, ich bin so kurz vor Auffassung. Okay, sag mir doch, nimm 5 Wochen. Sag mir einfach, nimm die Kamera mit. Du musst zu Hause. Hab ich gesagt. Hast du nicht? Du hast gesagt, ich wusste mal. Ich wusste nicht mal. Ja, ich dachte, er schreibt mir, denk dran, du weißt schon was oder so. Ja. Ich dachte, dass. Du denkst abholen. Das kann ich schon. Okay. Frag ihn mal. Hey, bei ihm, ich hab Angst. Bruder, was soll das mal nicht machen, Bruder? Wer war alles da? Walker. Kai Walker. Ja, Laporte und Harry Maguire. Rita Ora war auch da. Ja, Rita Ora. Hey, Rita Ora. Mit wem? Alleine? Ja, ich hab versucht, ich hab's gesucht. Hey, ich weiß nicht, ich war krank. Outfit war verrückt. Cool, Sneaker-Store. Ganz schön windig hier und so und kalt. Die meinten es aber nur am Hafen so. Ich schwöre, ich friere. Mir ist so kalt, dass ich zittere. Wir haben auch gerade Marco Reus getroffen. Einfach Fußballertreff hier. Marbella Fußballertreff. So wie Ballermann. Ich habe gesehen, Freiburg ist im Bierkönig gestern gewesen auf TikTok. Hört echt mal die Idioten an. Timo und Jule. Weil ich dich kenn, zieh dich an und schnuppe dein Blick. Rotwein, Red Roses, wegen dir ist mein Herz nicht gut. Keep the flowers in 100,000. Keep the your life in a change right now. Scared if somebody find out. Wir sind noch mal ein bisschen einkaufen. Schon 21 Uhr, by the way. Ich habe so lange geschlafen ohne Sinn, schon voll spät. Und das muss ja so ein Banger sein. Ich liebe diese Lotus-Kekse. Immer zu Kakao gibt es die manchmal, wenn man bestellt. Aber das als Eis, boah. Das gibt es auch als Aufstrich, so Nutella-mäßig. Lotus, super. Aber Kalorienbombe, sorry. Ey, this is Pisa. But what do you mean? My hair blown, ain't it tastes green? Yo! Oh my god, we're having a virgin. Raus, wieder zum Hafen, wie gesagt. Da ist jetzt ein bisschen mehr los. Ich hoffe auf mehr junge Leute. Wasser ist auch dabei. Deswegen, hier drin. Super! Ja, super! Umdrehen! We need to kiss. Yes! Bless each other! Wir gehen jetzt nach Hause. Ich würde sagen, das war's vom ersten Marbella-Vlog. Yes. Yeah, I'm YouTube.
Ich würde sagen, das war das erste Video. Ich weiß nicht, ob zwei werden. Hast du gehört? Und Justin Bieber. Das ist Quatsch. Lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video. Oh, like, was wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt. Du willst mich mitnehmen. Komm vorbei, wenn du mich brauchst. Ich bin jetzt 18. Weil ich weiß nur nicht aus, ich bin dein Wingman. Check die Karte rein, auf und was willst du drehen? Mit dem Wingen kann ich mit deinem Baum. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Yeah.